So, moin, liebe Irrami, und herzlich willkommen zu einem Video zur frühen Stunde. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Eigentlich wollte ich das Video auch gestern schon machen, aber da hat ein MC Musik gehört und das wollte ich jetzt auch nicht wegtreiben und habe daher auch nichts drin gesagt. Und ja, es geht wie ihr schon seht, hier um Minecraft dieses Mal. Und zwar geht es darum, ich habe ja hier mit meiner Community, mit CCSW Network, habe ich ja hier diesen Minecraft-Server aufgebaut. Und ja, ich wollte eigentlich bloß Bescheid geben. Das Video wird auch nicht ewig lang sein. Ich gehe mal kurz in die Bauwelt. Ich werde erstmal die Tiere stumm lenken. Ja, der PC ist nicht der beste, das wisst ihr ja, dass ich bin jetzt mit einem Ersatz-PC drin. Deswegen braucht er wahrscheinlich ewig, die scheiß Welt hier aufzubauen. So. Ja, es geht unseren Server. Wir sind ja bis jetzt immer komplett in der geschlossenen Beta gewesen, wo auch keine anderen User drauf durften und so weiter. Und ich habe jetzt gestern noch über die kostenlosen Website-Erstellungs-Dingsbums da, über das Jimdo. Habe ich mich gestern noch hingehockt und habe ich so eine Art Registrationsmöglichkeit gemacht, wo ihr euch dann für den Beta-Key bewerben könnt, beziehungsweise einen anfordern könnt. Weil bewerben kann man ja nicht sagen, weil jeder, der einen anfordert, kriegt auch einen. Ja, das liegt gerade um mir in diesem Minecraft. Ja, und zwar geht es darum, wir werden jetzt schauen, dass wir diese Shops hier wollen wir noch soweit fertig machen und auch oben, was halt noch an Shops nicht fertig ist, wollen wir noch machen. Fertig sind aber schon Deko, Transport sind schon fertig und so weiter. Und wenn ihr dann da, wenn ihr dann dort spielt, könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr den Village anklickt, habt ihr hier so ein Menü, da klickt dann zum Beispiel auf die Antriebsschienen und dann könnt ihr hier die Antriebsschienen entweder kaufen oder verkaufen. Ja. Also es ist im Endeffekt so eine Möglichkeit, wie ihr das machen. Ihr könnt auch euch hier nochmal nach die Preise erkundigen und schauen, wie was jetzt genau was kostet. Ihr seht, wir hier im Einkaufszentrum rum. Wir haben hier noch eine riesengroße schwarze Wand, weil hier noch nicht alles fertig ist, weil eigentlich wollten wir erst in die öffentliche Phase gehen, wenn alles fertig ist. Bloß werden wahrscheinlich dann noch ziemlich lang dauern und so langsam wollen wir auch irgendwie halt dann doch mal euch drauf lassen und deswegen haben wir jetzt uns entschieden, dass wir noch eine geschlossene öffentliche Beta machen. Also im Endeffekt ist es eine Weile eine Close Beta, weil man braucht ja einen Key zum draufgehen. Aber es ist halt eine Close Beta, wo dann im Endeffekt ihr euch einen Key bewerben könnt und kriegt dann am 19. im Laufe des Tages, am 19. kriegt ihr dann euren Beta Key und den könnt ihr dann, habe ich auch extra eine Anleitung, habe ich da auch extra die Seite mit reingeschrieben. Da könnt ihr dann auch dann sozusagen euch über die Anleitung könnt ihr euch dann auch den einlösen. Wenn ich mir das kurz zeigen darf. Hier, ihr seht, der Shop ist viel größer. Den lädt er bloß gar nicht komplett. Moment, ich fliege da mal schnell hinter. Jetzt lädt es gleich wieder. Und bau auf. Jetzt also die Rüstung stand der Bau da auf, aber den Rest der Shops baut er nicht auf. Das ist auch mal komisch, ne? Ah, ja. Es ist halt das Problem, meine ich bin immer noch mit dem Ersatz-PC unterwegs und du sollst nicht abbauen, du sollst aufbauen. Lol. Aber ihr seht es auf jeden Fall schon einigermaßen. Es ist ein Riesengebäude. Wenn man schaut von da hinten bis darüber, das ist ein Riesengebäude. Und ein bisschen spoilern kann ich euch ja mal. Könnt ihr mir hier so reinschauen. Ihr seht, dass noch etliches, was ihr noch nicht zugänglich habt, ist da schon dabei gemacht. Aber wir müssen halt die Shops noch einrichten und die Preise machen und so weiter. Und da oben schwimmt schon wieder Schnee. Ich habe die Mauer mit Wölde weggemacht, weil hier war komplett ringsum eine Mauer. Und da konntet ihr ja nicht rein. Es gibt hier ein paar Sachen, die noch sozusagen eingekesselt sind. Und deswegen können wir noch nicht rein. Was wir noch beheben wollen, bis wir dann
alle drauf können, ist der Schneefall, das war noch weg, weil den haben wir noch vom Winter drin. Und später wird dann auch dort stehen, Einkaufszentrum und nicht nur Shop. Ja, das ist jetzt mal so vom Wesentlichen her. Ich verlinke euch dann unten in der Infobox, verlinke ich euch die Webseite, über die ihr dann da rein könnt. Und ja, dann verlinke ich euch auch mal die Beta-Key-Einlösseite, wobei ich die auch auf der... Nein, die brauche ich nicht verlinken, die habe ich auf dem Ding schon drin. Die ist auf der anderen Seite schon drin. Und dann könnt ihr euch da nämlich eben für die Beta registrieren und dann kann ich euch dann den Key zukommen lassen. Das heißt, ich werde dann am 19. dann da Starrungen die ganze Zeit mit die ganze Zeit irgendwelche Keys machen. Ja, es wird dann auch etliche Plätze geben, die noch nicht für euch dann sozusagen erreichbar sein werden. Das wird sein, ich werde hier noch das Atomkraftwerk, werde ich. Ah, das ist sogar schon zu. Siehste, habe ich schon zu gemacht. Aber ich werde auf jeden Fall hier schauen, dass dann hier auch keinen Zugriff drauf hat, weil da ist Lava drinnen als Reaktorkerne. Hier, seht ihr das? Und da könnte man auch ein bisschen Scheiße mitbauen und deswegen muss ich da halt mal gucken, dass das alles klappt. Wenn ihr übrigens dann einen Ding haben wollt, dann macht ihr einfach nur Slash Warp. Ich meine, es ist zwar auch alles einem beschrieben, dann könnt ihr hier zum Beispiel auf Grundstücke mieten oder Grundstücke kaufen und könnt euch dann auch ein Grundstück holen. Oder ihr könnt, das muss ich mit dem Tigerpanzer mal absprechen, ob wir das noch rechtzeitig schaffen, vielleicht sogar noch beim Hochhaus euch dann eine Wohnung mieten. Ist auch möglich, machbar. Und wenn ihr eingibt, slash, was war das jetzt nochmal? Slash GS, glaube ich. Genau. Wenn ihr slash GS eingibt, dann seht ihr, wie viel Coins ihr habt, dann seht ihr, ja, soweit die Befehle, die für euch jetzt am wichtigsten sind. Und bei slash help müssten auch nochmal ein paar auftauchen. Da dürfte ich wahrscheinlich jetzt einiges mehr kriegen, oder? Ja, das ist dann das halt Lobby reporten und so weiter. Da werde oh, ich sehe noch, da können wir auch einen Befehl dazu machen, slash add friend, können wir da noch hinzufügen. Und das sieht die halt so vom Wesentlichen Test. Alles. Den Shop bitte noch nicht beachten, weil der Shop, der ist noch nicht fertig, also kann man noch nichts kaufen. Ich denke mal, dass wir bis dahin den Shop noch nicht so weit hinkriegen. Ja, das solltet ihr mal noch nicht beachten, den Shop, weil kann man da nicht draufklicken? Nee, kann man nicht draufklicken. Und wenn ihr dann ein Grundstück habt, könnt ihr auch so machen, könnt ihr dann auch auf die Regierung klicken, weil die ist jetzt bei mir nicht da, weil ich jetzt mit meinem Let's Play Account online bin. Und mein Supergirl. Und ich ja eigentlich mit einem anderen Account immer online bin. Das kann ich euch zeigen, wenn ich mal slash warp eingib und mich zum Spawn warp. Warte mal kurz, bis alles aufbaut. Hier spawnt ihr übrigens dann auch, wenn ihr in die Farmwelt das erste Mal reingeht. Dann werdet ihr so genauso wie ich jetzt hier war gespawnt werden. Und dann steht ja auch hier nochmal extra alles da. Stehen die Informationen extra nochmal da. Da steht dann zum Beispiel, hey, User XYZ. Und ja, dann stehen da halt so ein paar Informationen. Wobei mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass da noch ein Fehler drin ist. Den werde ich noch weiter melden an Tigerpanzer. Den müssen wir noch beheben. Erstens ist das hier recht dunkel. Das müssen wir noch beheben. Und hier diese vier Fehler müssen wir noch ändern. Aber hier seht ihr auf jeden Fall schon mal. Dann seht ihr hier zum Beispiel die Bilder, wo da die Skins nicht geladen werden, weil neues haben die beiden auch einen Skin. Komm, lad. Egal. Ah, da. Dann haben wir hier. Ah, jetzt hat es den einen zumindest geladen. Oder einer hat gerade keinen Skin drin, kann auch sein. Wen ihr hin und wieder mal sehen werdet, wisst ihr, die Steve werdet ihr hin und wieder sehen, das weiß ich. Dann diese Officer Knette und Spawnschcam werdet ihr öfter sehen, darf nicht mehr. Ist eigentlich auch oft da und
Driftsbau auch, die beiden sind jetzt nicht ganz so oft da, aber der ist eher als der hier da. Wen werdet ihr noch sehen? Ein Gott vielleicht ein paar Mal. Oder Chameleon könnt ihr die eventuell auch sehen. Komm, laden mal die ganzen Skins. Dann, MZ kennt ihr ja von von seinem Kanal oder von meinen Streams. Er wird aktuell noch nicht da sein, aber wenn er einen PC hat, wird er wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal da sein. Sie habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, aber normalerweise ist sie auch hin und wieder da. Tiger Dragoner eigentlich auch. Patenmonster ist eigentlich am Tag mindestens ein oder zweimal da. Killstyler wird mit mir und genauso wie die, also die beiden werden oft mit mir dann hier drauf sein. Und er wird relativ selten da sein. Butterbrot, aka Charlie von früher, kennt ihr den vielleicht noch von Gekon Voice, wird eigentlich auch hin und wieder mal da sein. Chica Panzer eigentlich auch sehr häufig. Und das ist eben der Account, in dem ich gerade drin bin. Und das ist dann der andere Account, der Privat-Account. Also wenn ich jetzt stream, werde ich den hier haben. Und wenn ich aufnehme und wenn ich nicht aufnehme, werde ich den hier haben. Ja, Developer haben wir leider auch keinen. Außer halt mich und den Tiger Panzer. Ja, das ist eben so mal das Team, was jetzt hier in Minecraft zu finden ist. Was eigentlich schon etliche Leute sind. Und ja, das ist jetzt mal so von Grund her, was ich euch noch schnell kurz zeigen kann. Später, wenn das Ganze dann wahrscheinlich in die Open Beta geht oder halt allgemein später einfach gesagt, wird dann hier noch die einzelnen Büros von den Leuten drin sein. Hier mache ich jetzt dann im Laufe der Tage noch die Regeln rein. Also bitte lest die dann auch durch. Das wäre nämlich ganz nett von euch, wenn ihr dann mal euch dann die Regeln durchlest, dass ihr wisst, wie hier das, wie der Hase hier läuft. So, dann fliegen wir mal schnell zum. Oh, hier kann ich den Fleisch wieder erhöhen. So, dann warten wir mal ganz kurz, dass ich das wieder aufbauen kann. Hier entstehen übrigens auch, nehmen wir den Zerbombenpanzer, hier entstehen auch nochmal 6 Mehrfamilienhäuser. Allerdings wird da die Miete etwas teurer sein, also da solltet ihr dann auch hin und wieder irgendwelche Minigames spielen oder so und euch das Geld verdienen, weil da entstehen mehrere Wohnungen. Aber die sind recht groß und die werden auch natürlich entsprechend ein bisschen mehr kosten, weil das eben auch. Weil ich glaube, ich mache da noch ein oder zwei Balkone rein, das weiß ich noch nicht, wie viele Balkone die kriegen. Aber man hat im Erdgeschoss eins, dann einen ersten Stock, dann einen zweiten Stock und dann kommt im Dach wahrscheinlich auch nochmal eine rein. Also sind es im Endeffekt 8 Familienhäuser und ja, da solltet ihr dann schon ein paar Coins mitbringen. Und hier ist dann das Hochhaus, das sich noch nicht komplett aufgebaut hat. Jetzt hat es sich aufgebaut, oder? Erdgeschoss, erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter. Da unten war der achte, neunte, zehnte. Ja genau, 13 Stockwerke, passt. So, hier unten geht es zum Keller. Allerdings muss ich da gucken, wie man das macht, weil da muss ich zum einen wahrscheinlich teilweise noch die Beleuchtung machen, genau. Und zum anderen muss ich gucken, wie wir das machen, dass dann die Leute ihre Kellerabteile hier auch benutzen können. Ich denke mal, ich werde es dann so machen, dass die Leute dann halt hier so ein Kellerabteil bekommen. Ne? Und desto größer die Wohnung, desto größer auch das Kellerabteil. Also ich glaube, hier hinten sind die größten gewesen. Oder? Mal gucken. Na, da gibt es noch größere, glaube ich. Ich glaube, die unten da hinten. Also ich glaube, die größten dürften ungefähr so die Größe haben. Von den Kellerabteilen her. Muss ich mich irgendwann mal nochmal damit befassen. Also das Thema Keller, das wird wahrscheinlich auch erst nach dieser Closed-Beta-Phase, auch erst wenn die Open-Beta-Phase da ist, spruchreif sein. Das ist der Mülleimer, den muss ich dann noch zumachen. Meine Eisentür. Ich zeige jetzt einfach mal einen Keller von einer ganz kleinen Einzimmerwohnung.
Das wäre dann wahrscheinlich hier, oder? Ja, jetzt habe ich dann hingeklatscht. Kopf. Ne, das ist sogar schon von einer Zweizimmerwohnung. Muss mal gucken. Da gibt es noch welche auf der. Die sind noch kleiner. Das, genau das. Also, das ist so ein kleiner Minikeller von so einer Einzimmerwohnung. Kann man dann hier im Endeffekt, sag mal, keine Ahnung, hier jetzt eine Ender-Chest hinsetzen. Und dann hier ist vielleicht mal eine Doppeltruhe oder sowas. Ja, soviel zum Keller. Dann schauen wir doch mal hoch in die Wohnungen. Dann kann ich euch da auch mal ganz kurz mit euch mal durchgehen. Dann kann ich euch vor allem mal erklären, wie der Aufzug funktioniert. Im Endeffekt ist es ganz easy. Ihr stellt euch einfach hier so auf den Aufzug drauf und dann springt ihr einfach einmal. Dauert es kurz, dann werdet ihr teleportiert. So. Jetzt sind wir im Erdgeschoss. Und runterwärts, wenn ihr runterwärts fahren wollt, drückt einfach kurz die Sneaken-Taste. Dann werdet ihr runter teleportiert. Komm, ich weiß jetzt nur, auf welcher Stockwerk wir sind. Jetzt teleportieren wir uns einfach mal so weit hoch, wie es geht. Na, jetzt haben wir das maximal erreicht. So, jetzt sind wir ganz oben im 13. Stockwerk. Und dann gehe ich jetzt mal in eine Einzimmerwohnung mit euch rein. Also, ihr habt hier im Endeffekt ein kleines Bad. Eine kleine Küche. Und hier halt einen kleinen. Ja, Schlafbereich und so weiter. Und hier habt ihr einen Balkon. Und eine fantastische Aussicht. Ich mache jetzt mal die maximale Sichtweite. Sichtfeld. Grafikeinstellungen. Maximum. Fertig. Das dauert zwar einen Moment. Was? Mehr geht nicht? Lol. Ah doch, er baut schon noch mehr auf. Ja, ihr seht, man hat hier auf jeden Fall eine weitere Aussicht. Ich weiß natürlich nicht, ob das noch flüssig läuft. Ich werde es jetzt einfach mal in der Einstellung lassen. Ein bisschen. Und dann zeige ich euch immer seitlich noch eine Wohnung. Da ist auch wieder ein kleines Bad. Das ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, eine Zweizimmerwohnung. Dann haben wir hier den Wohnbereich. Hier ein Schlafzimmer. Genau, das ist eine Zweizimmerwohnung. Und hier hinten hat man dann noch die Küche. Ne, das ist der Ding. Der Küche ist auf der anderen Seite drüben wahrscheinlich, ne? Perfekt. Genau hier. Hier ist die Küche. Den Vorteil, den ihr halt an so einer Wohnung habt, ihr braucht euch zum Beispiel erstmal keine Sorgen machen wegen einem Ofen. Da, jetzt habt ihr hier zum Beispiel wunderschöne Aussicht auf die Arena. Auf die PvP-Arena, wo man später dann auch wie bei Revenzeit im Spawnfight eben auch in der Arena so einen Fight machen kann. Und da ich ja im Game Mode bin, nehme ich jetzt mal den schnellen Weg nach unten. Ne? Kann ich jetzt mal kurz erklären, wie das mit der Arena noch gemeint ist. Quatsch. So. Ja, man merkt's, ich habe die Dinger für Sichtweite erhöht. Ehrlich, lebe ich ziemlich langsam nach. Ich stelle sie wieder runterwärts. Machen wir mal wieder auf 70. Machen wir auf normal. Ist 70. Und hier machen wir mal wieder auf. Na komm, mach. Machen wir 15 Chunks, glaube ich, langt. So. Für die Leute, die GTA spielen, gibt es bestimmt den einen oder anderen unter euch,
Wir kennen dieses Gebäude hier, ist eigentlich noch höher, glaube ich. Soweit ich weiß. Ja, ist es auch. Ich fahre es mal hoch, also ich fliege mal hoch und zeige ich dir meine volle Ausdehnung. Jetzt ist, glaube ich, komplett ausgebaut, oder? Ja, jetzt dürfte es komplett fertig sein. Ja, ist es auch. So, dann lassen wir uns mal runterfliegen. Ja, ihr seht es jetzt hier, das ist der Eclipse Tower von GTA. So, dann steht noch ein Casino. Da hinten weiß man noch, was wir mit dem Haus machen. Da haben wir dann einen Audi-Händler. Und gehen wir mal in die Arena. Die wird dann auch einen extra Warp-Punkt haben. Müsste, glaube ich, auch ein Schild da stehen. Ah, ne, habe ich bloß die Nummer hingeschrieben. Und zwar kommt man hier rein und dann setze ich irgendwo, setze ich einen Warp-Punkt. Ich weiß bloß noch nicht wo. Und zwar ist es dann so, dass man. Mal überlegen, wie wird denn das dann sein? Da genau, da hinten habe ich den immer setzen wollen. Und zwar, man spawnt irgendwie sozusagen Pi mal Daumen so hier. Ungefähr so. Und habe ich extra in Deutsch und Englisch hingeschrieben. In Englisch hat man dann dort die Pfeile, die für einen hinführen. Ne, zur PvP-Arena. Und in Deutsch habe ich es auch hingeschrieben, dass man hier einfach diesen Weg hier folgen muss. Da steht es aber da, zur PvP-Arena. Da habe ich es auch nochmal hingeschrieben. Und in dem Moment, wo ihr, Moment, hier über diese Linie geht, sobald ihr, da wird jetzt aktiviert werden. Also hier ist noch kein PvP für diesen, auf diese Blockreihe. Hier ist dann PvP. Dann könnt ihr da so hier PvP machen und dann könnt ihr auch da so reingehen. Zack, und könnt dann da drin PvP machen. Die Ender Chest, die wird natürlich dann nicht mehr da sein. Die machen wir gleich weg. Könnt ihr hier ein bisschen PvP machen. Ihr seht ja, das ist im Endeffekt ein Wrestling-Ring hier. In der PvP-Arena. Vielleicht mache ich dann auch noch ein bisschen irgendwo so ein Stück weit von den Seilen oder weg. Dass man einfach nahe laufen kann oder so, muss man mal schauen. Ja, und wenn dann welche zuschauen wollen, die können sich dann hier ringsrum hin platzieren, da ist genügend Platz. Die können dann zuschauen, wenn sich die anderen abschlachten. Wenn ihr zum Beispiel zuschauen wollt, in die Zuschauerränge wollt, dann geht ihr einfach, Moment. Da hinten kommen übrigens dann noch die ganzen Dinge mit Kids hin, denke ich mal, oder so. Oder keine Ahnung, müssen wir mal gucken, was wir da noch reinmachen. Wenn ihr dann in die Zuschauerränge bloß wollt und nicht mitkämpfen wollt, weil ich sagte, hey, ich habe jetzt keinen Bock da mitzubatchen, dann geht ihr einfach hier entlang anstatt zum Ding. Geht ihr einfach hier entlang, läuft. Ich fliege, da geht schneller. Dann könnt ihr hier, da weiß ich noch nicht, was ich hier hinbaue, da kommt noch irgendwas hin. Und dann könnt ihr einfach reinlaufen und könnt euch dann hinstellen und zugucken. Hier überall. Kann man eigentlich drüber springen? Nee. Also da könnt ihr dann zuschauen und könnt den anderen beim Fighten zuschauen. Da könnte man sich wahrscheinlich sogar rüberglitschen. Ja, könnte man sogar. Aber das sei das selber schuld, wenn euch drüber glitscht und killt wird. Aber im Endeffekt ist das dann hier so die Zuschauer rein und die sind hier. Ihr seht's. Ringsrum. Groß genug. Könnt auf jeden Fall euch dann irgendwo hin platzieren und gemütlich zuschauen. Und ja, wie schon gesagt, da kommt dann hier noch ein Warp-Punkt hin und dann könnt ihr das machen. Vielleicht mache ich auch nochmal hinten innen drin irgendwo, also hier hinten irgendwo ein Warp. Vielleicht setze ich hier irgendwo nochmal ein Warp. Für die Zuschauer. Da weiß ich auch noch, was wir da machen. Da werde ich wahrscheinlich das Ganze hier dann noch auf Dauer irgendwann verschönern oder vielleicht für Events oder sowas machen. Ja, das ist auf jeden Fall die PvP-Arena. Da könnt ihr euch ja gegenseitig, wie schon gesagt, abschlachten. Da könnt ihr patchen, so viel ihr wollt. Muss ich ja mal gucken, müssen wir auch mal gucken mit einer Rangliste, ob es da irgendwie möglich ist, dass wir da eine Rangliste einführen. Oh, ich sehe gerade, hier ist das Grundstück leer. Ah, ne. Doch, es ist leer.
Es ist zwar im Endeffekt leer, aber er hat irgendwas hingebaut. Blub, vergiss es. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass man das trotzdem einigermaßen erkennt hier. Da ist Tigerpanzer seine Hütte. Die baut sich natürlich jetzt auch nicht richtig auf. Was machen wir das scheiß Wetter weg? Clash. Wetter. Clear. Jetzt seht ihr sogar Tigerpanzer seine Putze. Aber ist auch noch im Aufbau, also hat auch noch viel zu tun. Und jetzt seht ihr auch dann gleich mein Grundstück, das habe ich mich auch nochmal umgebaut. Einmal hier meine Pferde. Und wo sind meine Pferde? Eins, zwei. Wo ist mein drittes? Ich hätte doch drei Pferde. Ah, da hinten noch mein drittes. Da ist mein drittes. Und da habe ich noch meine Villager drauf, da hinten ist mein Hausdrache. Und ihr seht ja, hier ist noch eine riesen Baugrube. Ich hatte nämlich eigentlich früher hier eine Villa stehen, eine große, aber die habe ich dann weggerissen, weil ich ja dann das hier hingestellt habe. Zeige es euch gleich, Moment. Erstmal muss ich hier wieder hochfliegen und das Ganze aufbauen lassen. Fliegen wir ganz nah. Bon. So, das müsste eigentlich lang hin. Vom Wesentlichen her. So. Jetzt, wenn ihr mal herschaut, ein riesen Schloss. Ja. Wobei das auch immer noch ganz viel fehlt. Aber das ist dann so vom Wesentlichen her das Ding. So, hier hat Charlie übrigens seine Pferdemetzgerei. Die werden zum Beispiel keine Zukunft mehr haben, diese Pferde hier. Die werden sterben. Denn, ist wahrscheinlich auch noch nicht fertig. Man sieht es auch hier nicht ganz so gut. Kann es mal ganz kurz, ich mache kurz X-Ray, dann sieht man auch nicht toll. Und hier hat er dann seine Fabrikhallen. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt euch dann auch hier noch ein Grundstück holen. Für die Leute, die noch den kleinen kennen, den Borgilecet, wie der hieß. Ernsthaft, wer der Drachen hingebaut? Auf der Straße nichts verloren. Das ist jetzt vom Borgilecet, beziehungsweise er ist ja mittlerweile Crack-Datei. Der baut sich ja auch einen riesen Bunker hin. Und hier unten drunter haben wir mal eine TNT-Kanone versteckt. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Da liegt es erstmal ganz kurz. Also wenn die Schaden machen würde, wäre definitiv jetzt hier etliches weg. So, ja, wie schon gesagt, die Seite werde ich euch verlinken. Da könnt ihr dann einfach einen Beta-Key, also gebt euren Minecraft-Namen und eure E-Mail ein, dass ich dann euch den Beta-Key zukommen lassen kann. Und vielleicht schalte auch ich euch direkt frei, aber im Normalfall könnt ihr das auch selber. Ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, füllt einfach die zwei Dinge aus und dann kriege ich eine E-Mail, dass der an der sich beworben hat, und man Beta-Key oder halt das Formular ausgefüllt hat und dann kann ich an diese E-Mail, wo dann rausgegangen, also halt an die E-Mail kann ich dann im Endeffekt den Beta-Key rausschicken. Vielleicht habt ihr auch Glück, der ein oder andere, vielleicht habt ihr sogar Glück, dass ihr ihn schon ein bisschen früher habt.
Aber offiziell ist am 20.06. erst offiziell die Möglichkeit, in diesen speziellen Access reinzugehen, also in den Beta. Ihr könnt aber im Endeffekt, wenn jetzt ihr euren Beta-Key, sag ich mal, am Ding schon gekriegt habt, am 19. kriegt und war doch irgendwo ein Aufzug. Lol. Dann könnt ihr den theoretisch auch gleich direkt einlösen. War der da drüben? Doch, hier irgendwo ein Aufzug. Ach Gott, bin ich blöd, ich muss hier springen. Ah, hier, hab ihn gefunden. Bin hier mit dem Kupf. Dann könnt ihr, wie schon gesagt, dann theoretisch also direkt einlösen. Was ich euch darum bitte, bitte hier auch keine Scheiße machen, auch wenn ihr irgendwelche Bugs, Glitches oder sonst was entdeckt, meldet die bitte. Und nicht einfach ausnutzen. Weil ich sag's wie es ist, wenn wir irgendwas mitkriegen, dass jemand einen Bug oder irgendwas ausgenutzt hat, kann das auch, selbst wenn das schon, sag ich mal, 2 Jahre her ist, trotzdem zu einem Bann führen. Weil wir wollen nicht, dass sich hier irgendjemand hier gegenüber anderen Spielern Vorteile verschafft. Sollte schon fair hier alles ablaufen. Ja, so wir noch dazu. Ja, jetzt habe ich doch 30 Minuten um Video draus gemacht. Aber wenn ich einmal rede, dann höre ich mir nie auf. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wie schon gesagt, ich werde alle wichtigen Sachen werde ich euch mal unten in den Ding rein verlinken. In die Infobox. Und dann schauen wir mal, vielleicht wer sich da, vielleicht registrieren sich da auch etliche dann und dann wird es hier mal ein bisschen voller. Und falls irgendwie dann Hilfe benötigt wird, dürfte normalerweise, ich habe das extra auch den Admins und so weiter Bescheid gegeben, normalerweise dürfte dann, Leute, ich schaue in den Himmel, die FPS-Zahl geht hoch. Ich schaue am Boden, die FPS-Zahl geht runter. Oder hoch. Ich habe denen ja Bescheid gegeben, den Leuten, und im Normalfall müsste dann irgendjemand da sein, solange es nicht mitten in der Nacht ist. Ja, deswegen, wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Für die Leute, die mich ja schon kennen, ihr wisst ja, ich werde Abo-Geil genannt, also abonniert mich alle. Ihr kennt sie ja mittlerweile schon. Ja, dann wünsche ich euch mal eine schöne Zeit und vielleicht sieht man sich bald hier auf dem Minecraft-Server. Bis denne. Tschüss, tschüss.